Ja, willkommen zur Top 10 Show. Top 10 Show, da haben wir 10 Produkte für Sie. Das sind unsere Bestseller. Sie gehen von Platz 10 bis Platz 1 durch unser gesamtes Sortiment, verschiedene Bereiche. Wir fangen mal an mit etwas für Ihren Fernseher, was Sie sehr zu schätzen wissen. Das zeigt die Platzierung. Hier kommt Platz Nummer 10. Ja, kann man nur sagen, klein, aber oho, ein technisches Wunderwerk. Ja, das kann man wirklich sagen, ein technisches Wunderwerk, was vielleicht aus einem etwas älteren, in die Jahre gekommenen Fernseher einen modernen Fernseher macht. Aber ich möchte noch was zu dieser Top 10 sagen. Hier, 10 Jahre Pearl TV, das feiern wir dieses Jahr. Und das hier sehen wir, die erfolgreichsten 10 Produkte der letzten 10 Jahre, die wir noch aktuell im Programm haben. Und das hier ist ein Highlight. Wenn Sie so mal drüber nachgedacht haben, einen Smart TV zu kaufen, obwohl Ihr Flachbildschirm noch ein tolles Bild macht und er läuft noch richtig, dann sage ich Ihnen, probieren Sie es erst mit diesem WLAN HDMI Stick. Den stecken Sie in einen freien HDMI Steckplatz und schon hat eigentlich Ihr Fernseher die gleichen Optionen, die ein moderner, teurer Smart TV hat. Denn Sie können unter anderem Ihr Smartphone spiegeln. Dabei ist egal, ob Sie ein Apple-Gerät oder ein Android-betriebenes Gerät haben, also ganz egal welcher Hersteller. Sie können alle im WLAN befindlichen Geräte, also auch Tablets oder auch Ihren Laptop mit dem Fernseher kabellos verbinden und können jetzt Streaming-Dienste statt auf dem Laptop mit 14 Zoll auf Ihrem großen Fernseher anschauen. Und was Sie mit diesem WLAN HDMI-Stick auch noch machen können, Sie können einen Beamer smartfähig machen, einfach dort in den HDMI-Steckplatz und drahtlos alle Medien abspielen, die sich in Ihrem WLAN befinden oder eben auch wieder Smartphones spiegeln. Und ich weiß nicht, das ist natürlich auch altersbedingt, aber ich gucke nicht gerne Fotos an auf einem Smartphone. 4 Zoll, ja, da macht man immer so ein bisschen größer und was weiß ich. Schauen Sie es auf Ihrem Fernseher an, auf dem 50 Zoll Fernseher. Rüsten Sie den auf, bevor Sie einen neuen Fernseher kaufen. Und ich glaube, dieses kleine Gerät, das wird Sie total begeistern. Und da muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Mich ruft neulich ein Freund an und sagt, stell dir vor, ich konnte von meinem Laptop auf einen Beamer übertragen, ohne Kabel, nur mit so einem Stick. Und der kostet nur 49,99. Dann habe ich gesagt, schön, da kriegst du bei uns fast 3 dafür, weil schauen Sie auf unseren TV-Sonderpreis. Genau das macht unter anderem diesen Stick. Also um es kurz zu nennen, das Wunderwerk der Technik macht aus einem alten Monitor, Flachbildschirm, Beamer einen neuen. Smart Monitor, Smart Fernseher, Smart Beamer. Und das Einzige, was das Gerät braucht, ist einen HDMI-Steckplatz, der noch zur Verfügung steht. Ja, und damit können Sie kabellos alles übertragen. Du hast gesagt, vom Handy, vom Tablet, egal welches Betriebssystem, vom Laptop, vom Computer, ohne Kabel, alles direkt an Ihren Fernseher, Bild und Ton in bester Auflösung mit unserem Mini-HDMI-Stick, WLAN-HDMI-Stick. Kinderleicht zu installieren, du hast gesagt, einfach in einen freien HDMI-Slot, nennt man das, in einen HDMI-Steckplatz bei Ihrem Fernseher reinstecken und schon haben Sie den ganzen Komfort. Es gibt ja auch viele Fernseher, die haben vielleicht noch nicht alle Streaming-Dienste, es kommen ja auch ständig neue dazu. Dafür ist das natürlich auch toll, weil auf Ihrem Handy oder Computer funktionieren all diese Streaming-Dienste hier. Unser WLAN-HDMI-Stick ist der Platz Nummer 10, richtigerweise so. Und der hat die Bestellnummer PX2434569. Ein Freund von mir hat auch jetzt neulich hat sich auch so einen Stick gekauft. Der hatte vorher immer so ein 5 Meter langes HDMI-Kabel. So ein HDMI-Kabel, das kostet ja auch richtig Geld. Ne? Ja, natürlich. Und das hier ist bezahlbar. Und auch wenn Sie jetzt, sage ich mal, im Schlafzimmer einen Fernseher haben, der noch nicht smartfähig ist, machen Sie ihn damit smartfähig. Ja. Und übrigens, es ist ganz egal, welches System Ihre Mobilgeräte haben. Also wie gesagt, bei Handys, egal ob das Apple oder Android ist. Und auch bei Laptops, ob das ein Apple-Gerät ist oder ein anderes. Überhaupt kein Problem. Alle Systeme funktionieren mit diesem kleinen Wunderwerk der Technik. Ja, es ist so klein und so super praktisch. Spiele natürlich. Guck mal hier, Diana spielt hier so ein Autorennen. Das ist natürlich noch mal ganz was anderes, wenn man das auf dem großen Fernseher sieht und nicht bei sich auf dem kleinen Handymonitor. PX2434 für unseren Bestseller. PX2434569. Vergessen Sie nicht die 569 für den TV-Sonderpreis. Alles hier ist natürlich zum TV-Sonderpreis. Das war unser Platz Nummer 10. Wir bleiben im audiovisuellen Bereich und hier kommt Platz Nummer 9.
Nummer 9 in unserer Jubiläums-Top 10 von den 10 Produkten, die am meisten verkauft wurden, die wir noch im Sortiment haben, obwohl wir einen würdigen Nachfolger haben, ist der Super 8 und 8 mm Filmscanner. Ja, und das ist also auch für mich ein Wunderwerk der Technik. Und die jungen Mädels, die können sich, oder auch die Jungs, können sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Eine solche Kamera, wie Diana jetzt hat, das ist eine Super 8 Filmkamera, das war über Jahrzehnte die einzige Möglichkeit für Privatleute, Filme zu machen. In der Nachkriegszeit waren es 8 mm. Super 8 war dann schon mal ein technischer Sprung nach vorne. Der wurde 1965 erfunden. Da war es auch für technisch nicht ganz so versierte Menschen möglich, Filme zu machen, weil man nur noch eine fertige Kassette einlegen musste, zumachen und dann auf den Auslöser drucken. Und dann hat man nicht wie heute fertige Bilder bekommen, sofort anschauen können, sondern man musste die natürlich in ein Fotolabor gehen. Und dann bekam man solche Spulen. Und diese Spulen, die liegen noch zu Hunderttausenden in deutschen Haushalten, teilweise vergessen, teilweise, sie liegen zwar noch da, aber ich kann sie halt nicht mehr anschauen, weil die Projektoren sind meistens im Technischen Museum oder eben kaputt. Und mit diesem Gerät haben Sie jetzt die Möglichkeit, diese Filme im ersten Moment wieder sichtbar zu machen und im zweiten Moment die zu digitalisieren. Und das heißt, zu retten für die Ewigkeit. Und jetzt kennen wir sind im digitalen Zeitalter, jeder weiß das. Und die Vorzüge des Digitalisierens oder der digitalen Medien ist ganz einfach, man braucht wenig Platz. Sie sind im Prinzip nach heutigem Wissensstand unzerstörbar. Man kann sie bearbeiten, man kann sie vervielfältigen, all das geht. Aber vorher müssen wir sie digitalisieren. Und das geht so einfach. Filmspule einlegen, wie früher auch bei einem Projektor. Nur haben Sie jetzt kein Leuchtmittel, das an die Wand projiziert, sondern Sie haben einen Vorschau-Monitor. Den sehen wir hier. Man könnte es auch, wenn man möchte, mit einem Kabel, das ist sogar im Lieferumfang enthalten, direkt an den Fernseher anschließen. Dann kann man es auch an den Fernseher schauen, was man digitalisiert. Und dann brauchen Sie nur noch eins zu machen. Einzuschalten und Sie sehen natürlich Stecker rein, eine SD-Karte als Speichermedium rein, 32 GB groß und jetzt sehen wir schon mal ein Vorschaubild und jetzt drücken Sie OK. Ja, und dann fragte mich nach der Spulengröße 3, 5 oder 7 Zoll. Und wenn ich das kontrolliert oder eingestellt habe, dann drücke ich nochmal auf OK. Und jetzt geht's Bild für Bild, welches digitalisiert wird. Ja, und jetzt brauchen Sie keine Angst haben. Nachher haben Sie keinen Film, der so Bild für Bild ruckelt, sondern Sie haben solche flüssigen Bilder. Das dürfte Anfang der 70er Jahre gewesen sein. Da waren die höchsten Verkaufszahlen für Super 8 Kameras. Also das dürfen wir jetzt mal mutmaßen, irgendwo um diesen Bereich rum. Also ist das fast 50 Jahre her. Das sind historische Dokumente. Für uns ist es jetzt ein See und sind ein paar Leute. Für die Leute ist es ihr Leben. Ja? Ein Stück ihres Lebens, das sie jetzt wieder in dem Fall wahrscheinlich ihren Enkeln, vielleicht sogar ihren Urenkeln zeigen dürfen. Wenn wir jetzt mal mutmaßen, diese junge Dame ist, ich schätze jetzt mal, im Alter von Diana, also Mitte 20. Ja? 50 Jahre her, das heißt, die gute Frau ist jetzt Mitte 70. Und was meinst du, wenn sie das jetzt ihren Kindern und ihren Enkeln zeigt? Guck mal, das war die Omi damals, wir waren im Urlaub an welchem See auch immer das war. Und auch ich persönlich habe von mir Aufnahmen von vor knapp 50 Jahren, also ich als drei Käsehoch in Lederhosen, ja, mit meinen, und das finde ich auch immer ganz wichtig, mit meinen Großmüttern, die noch in diesen Filmen sind, und auch meine Urgroßeltern, die mittlerweile seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr unter uns sind. Und das gibt uns die Möglichkeit. Monika, kannst du dir das vorstellen, dass man früher wirklich nur mit solchen Kameras und solchen Spulen Filme machen konnte? Ja, es ist der Wahnsinn, aber ich kann es mir vorstellen, ja. Ja, also aber es ist eine gute Möglichkeit. Ja, das jetzt ins digitale Zeitalter. Die Probleme haben die Jungen nicht, die machen Filme, wie sie wollen, das ist sofort digital. Wir hatten die Möglichkeit nicht und wenn Sie noch solche Filmspulen zu Hause haben, holen Sie unser Erfolgsmodell. Hier übrigens eine unverbindliche Preisempfehlung, das möchte ich noch erwähnen, von 999 Euro. Und jetzt schauen Sie mal auf unseren fantastischen TV-Sonderpreis. 322,99 Euro. Der Digitalisierer hat die Bestellnummer NX4294569. Kommt natürlich versandkostenfrei zu Ihnen. Diese Aufnahmen, du hast es gesagt, also ab Mitte der 80er, 90er wurde ja dann auf Video schon aufgenommen. Das heißt, wenn Sie solche Filmspulen haben, wissen Sie gar nicht, was da drauf ist wahrscheinlich. Die sind alle 40, 50 Jahre alt und wahre Schätze. Ja. Es lohnt sich, die zu digitalisieren. Dann kann man die auch selber auf DVD brennen und vielleicht noch verschicken an seine Verwandten und seine Freunde, die da noch drauf sind. Das war unser Platz Nummer 9, ein absolutes Top-Produkt. Wir machen weiter mit unserem Platz Nummer 8.
Nein, das ist tatsächlich ein Artikel aus unserer 5-Euro-Show. Wir gehen also durch sämtliche Sparten und Preisklassen hier. Ein unglaublich beliebtes Produkt bei Ihnen. Ja, und wirklich über alle Altersstrukturen hinweg. Und jetzt sehen wir auch an Platz Nummer 8, aber wir haben es auch schon bei Platz Nummer 10 gesehen. Es muss nicht immer unglaublich teuer sein, um in den Top 10 zu landen. Hier ein Artikel, wo wir Gott zum Glück noch mal ein Sonderkontingent ergattern konnten, aus der 5-Euro-Show. Und es ist eine Schreibtafel. So wie wir eigentlich. Ich habe auf Schiefertafeln schreiben gelernt. Ich auch. Aber es ist eine moderne, eine LCD-Schreibtafel. Und das Schöne ist, egal was Sie jetzt als Erwachsener, vielleicht eine Einkaufsliste, eine To-Do-Liste, einen lieben Gruß an den Partner, egal was Sie aufschreiben, Sie können es immer wieder verwenden. Bis zu 100.000 Löschvorgänge. Und ich kann jetzt also sagen, das ist natürlich die Erwachsenenanwendung. Diana schreibt, glaube ich, gerade etwas. Wir schauen es uns nachher an. Monika, malst du was Schönes? Sei ruhig mal kreativ. Mhm. Ich weiß, meine Enkel, ja, die haben alle so eine LCD-Schreibtafel von mir bekommen und sie lieben sie. Da wird gekritzelt, je nach Alter gemalt, Schreiben geübt. Ja, und man spart auch langfristig unglaublich viel Papier. Weil wenn ich bedenke, ich weiß das, wie meine, als meine Kinder klein waren, was die Papier vermalt haben, da bist du mit dem Kaufen gar nicht mehr hinterhergekommen. Das macht ja auch Spaß und ist was richtig Kreatives. Richtig. Und man fördert auch die Kinder damit. Also ich bleibe jetzt noch mal bei den Kindern und wir schauen jetzt auch mal auf den regulären Preis bei Pearl.de. Der ist schon günstig mit knapp 10 Euro. Den haben wir noch mal halbiert. Hier bitte bei diesem Platz Nummer 8 sei für Sie noch mal der Hinweis. Wir haben auch jetzt wieder nur ein begrenztes Kontingent für 5 Euro. Da muss man schnell sein. Übrigens auch eine tolle Beschäftigung auf langen Autofahrten beim Restaurantbesuch, wo ja die Kinder ihre 5 Pommes rein oder ihre Nudeln essen und dann sagen, oh, ich bin fertig, mir ist langweilig. Legen Sie ruhig das hin. Und lassen Sie sie malen, lassen Sie kreativ sein, lassen Sie mal, Ihre Pommes malen oder mal den Opa oder Oma malen. Aus Ihnen wird was einfallen, aber diese LCD-Schreibtafel für diesen Preis ist der absolute Wahnsinn. Ja, die Bestellung ist die NC21-61569 für nur 5 Euro. Das ist natürlich auch, macht was her für die Kleinen. Das sieht so aus wie ein Tablet, ist so groß wie ein Tablet. Und da haben die Kleinen auch mal ihr eigenes Tablet, auf dem sie richtig malen können. Das ist doch viel besser, hier kreativ zu sein, als immer nur vor der Daddelkiste zu hängen oder vorm Handy. Hier kann man mal richtig kreativ sein mit unserer elektronischen Schreibtafel. Das war unser Platz Nummer 8. Wir machen weiter mit dem nächsten Platz. Das ist etwas, wenn man unterwegs ist, braucht man das, finde ich ganz einfach. Hier kommt Platz Nummer 7. Ja, Platz 7 gehört in jede Reisetasche. Ja, ganz einfach. Es ist für mich das Technologieprodukt des 21. Jahrhunderts, weil es jegliche Sprachbarriere weltweit abbaut. Und zwar in Wort, also verbal, als auch in Schrift. Und es ist ein kleines, unscheinbares Gerät, aber Ingo hat es gerade gesagt, das sollte auf Ihrer nächsten Reise dabei sein. So selbstverständlich wie ein Reisepass, ein Flugticket und ein Auslandskrankenschein. Warum? Weil Sie sich hiermit mit jedem Menschen dieser Welt, das behaupte ich einfach mal, unterhalten können. 106 Sprachen spricht dieses Gerät überall, wo Sie im WLAN-Bereich sind. Und das hat man heute an den meisten Orten, in Hotels, in Restaurants, an Bahnhöfen, an Flugplätzen und. Und selbst wenn Sie mal komplett im WLAN-Loch sind, also kein Internetempfang haben, die wichtigsten 12 Sprachen dieser Welt sind hinterlegt. Ganz einfach einzustellen. Oben stellt man seine Muttersprache ein. Das ist bei mir, Sie sehen es, Deutsch, auch mit der Flagge gekennzeichnet. Und dann die Sprache der Wahl. Ja? Und hier sehen wir, alphabetisch geordnet, sodass man nicht lang sucht, in welche Sprache man übersetzen möchte. Ich habe es jetzt mal auf Englisch eingestellt. Und jetzt, nur, dass wir das nachvollziehen können. Und jetzt suche ich vielleicht mal in London den nächsten Bahnhof. Ja? Oder ähnliches, nur mal als Beispiel. Und ich spreche jetzt einfach hier oben rein. Entschuldigung, können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof erklären? Und zwar eigentlich nicht viel deutlicher als sonst oder undeutlicher. Und jetzt haben wir hier schon die schriftliche Übersetzung. Schauen Sie mal, wie schnell das geht. Sehen Sie es? Da ist es schon. Und jetzt kann ich mir das Ganze in perfektem Englisch grammatikalisch richtig. Wenn ich sowas, und das ist ja jetzt in 106 Sprachen möglich, aus dem Wörterbuch raussuchen müsste, dann hätte ich vielleicht die Vokabeln Bahnhof. Dann könnte ich Bahnhof sagen. Ja?
Okay. Bahnhof? Bahnhof, ja, ich verstehe vielleicht nur Bahnhof. Das kann schon passieren, aber nicht mehr mit diesem Gerät. Also, verbal kein Problem. Beim Essen gehen in fremden Ländern. Sie werden nicht mehr das falsche Menü bestellen, weil Sie mit dem Kellner sich unterhalten können, egal welche Sprache er spricht. Oder sogar, und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt, sogar die Speisekarte sich einfach mal von diesem Gerät übersetzen lassen. Und zwar zeige ich Ihnen das nochmal. Wir gehen zurück ins Hauptmenü und haben hier unten eine Fototaste. Das ist eigentlich wie bei jeder Kamera. Jetzt haben wir ein Bild. Aber das ist eben nicht, um Selfies zu machen, sondern um Sachen, die ich übersetzen will, abzufotografieren. Hier oben stellen wir wieder die Sprachen ein, und zwar die Ausgangssprache in dem Fall. Was hat das Schild, das Dokument für eine Sprache? In welchem Land befinden Sie sich? Ich habe jetzt mal Italien gemutmaßt, und ich habe hier jetzt keine Speisekarte, sondern ich habe hier ein Warnschild. Also Warnschild erkenne ich, weil das international ist, und oben steht auch Attenzione. Würdest du mal vorlesen, Monika, bitte? Zona Trattata. Ja, genau. Und übersetzen bitte, was heißt das? Auf was muss ich aufpassen? Achtung, würde ich sagen. Also Achtung, ja, ich passe jetzt mal auf. Trattata. So, jetzt möchte ich aber wissen, auf was ich aufpassen muss. Also scanne ich jetzt in dem Fall das Verkehrsschild. Das kann aber auch ein Beipackzettel von Medikamenten sein. Das kann ganz einfach irgendein Vertrag sein. Das kann eine Speisekarte sein. Fotografiere ich ab. Und schauen Sie mal, hier in Echtzeit ist es übersetzt. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, was da steht. Achtung, mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Das heißt, hier ist irgendwo Gift in der Luft. Also schlecht. Wäre ich jetzt nie drauf gekommen, dann drehe ich lieber wieder um und gehe in eine andere Richtung in dem Fall. Aber Sie sehen, wie einfach das ist. Monika, wo gehst du dieses Jahr in Urlaub? Ist das geplant? Ibiza. Ibiza. Spanien. Da spricht man Spanien. Deutsch, aber Spanisch natürlich als Landessprache. Sprich, wie gut ist dein Spanisch? Nicht so gut. Ich nehme einen Freund hier mit. Was heißt, ich liebe dich auf Spanisch, falls du einen netten Spanier kennenlernst? Ja. Was heißt was? Das ist eine gute Frage. Wollen wir das mal nachschauen? Ja, das, machen wir mal. Das machen wir jetzt noch, um Ihnen das zu zeigen. Ich stell. Weiß es jemand von euch, was ich liebe dich auf Spanisch heißt? Oh, te amo, glaube ich. Te amo, das könnte sein. Ja, das würde sein. Te amo ist, warte mal, jetzt bin ich bei Spanisch, aber ich weiß es gleich. Achtung. Klar. Ich, oh, halt noch mal einen Moment, zurück. So, jetzt. Hilft Ihnen 100? Ich liebe dich. Das ist unser mobiler Echtzeit-Sprachübersetzer. Es ist in Echtzeit übersetzt er Sprachen, 106 Sprachen. Damit ist, meine ich, die ganze Welt abgedeckt. Die Bestellnummer ist die NX46-68569. Zum TV-Sonderpreis natürlich. Unser Platz Nummer 7 ist unglaublich beliebt bei Ihnen. Diese Sprachübersetzer sind so praktisch, wenn man unterwegs ist, weil man sich richtig unterhalten kann. Man kann kommunizieren. Tolle, tolle, toller Platz Nummer 7. Wir machen weiter mit Klang. Hier kommt Platz Nummer 6. Es geht um Soundbars, und da geht es nicht um irgendeine Soundbar, sondern den König unserer Soundbars. Ja, die leistungsstärkste Soundbar, wenn Sie jetzt nicht wissen, was eine Soundbar ist, die wurden kreiert, seit es Flachbildschirme gibt. Weil, wenn Sie jetzt mal auf Ihren Fernseher schauen, Sie haben sicher schon einen Flachbildschirm, weder oben, unten, links, rechts, ist ein Lautsprecher. Deshalb dieses Manko, das man auch klangtechnisch hat, das gleicht man aus. Und ich bitte euch jetzt, mir mal kurz zu folgen. Sehr gerne. Wir haben hier schon mal was vorbereitet, und hier sehen wir diese Soundbar. Die stellt man im Prinzip einfach unterhalb des Bildschirms auf, schließt es an per HDMI oder auch per Optical, also auch digital. Und jetzt hat man den Klang, den man sonst vermisst. Kino-Feeling in 3D, wenn man das möchte. Und wir schauen uns die mal genauer an. So ist die introvertierte Version ein bisschen zurückhaltend, aber oftmals möchte man auch zeigen, was man hat. Und ich darf euch zweimal bitten, einfach mal, Diana, Monika, die Abdeckung abzunehmen. Ja? Und dann sehen wir es. Das ist nur geklemmt, das ist also kein Act. Und jetzt sehen wir die ganze Pracht. Boah. Wir haben hier 310 Watt Musikspitzenleistung. Und unglaublich einfach anzuschließen, habe ich schon gesagt. Und jetzt haben Sie einen Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich schalte Sie jetzt einfach mal ein. Wir sehen hier, die Fernbedienung ist natürlich dabei und können jetzt jederzeit natürlich einschalten. Und zwar Bluetooth oder natürlich den Fernsehton über HDMI. Oder ich habe jetzt einfach mal einen USB-Stick rein und den schalte ich jetzt mal. So. Und jetzt
Das war immer ein bisschen Partymusik. Aber Sie können sich vorstellen, dieser Klang kommt auch bei Nachrichtensendungen, bei Blockbustern, bei Musiksendungen dorthin, wo Sie sitzen. Es ist unsere leistungsstärkste, beste und beliebteste Soundbar. Da sehen wir 10 Jahres Top 10 und da sind Soundbars immer wieder gefragt. Aber das ist die erfolgreichste, die klingt. Das ist der Wahnsinn. Ich mach mal wieder ein bisschen leiser. Und ich weiß nicht, ist es euch auch mal so gegangen? Monika, die spreche jetzt mal an, dass du im Kino vielleicht mal einen Film gesehen hast. Ja, wann warst du das letzte Mal im Kino? Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, ja. Weißt du den Film noch? Nee, das weiß ich leider nicht mehr. Okay, da war es kein interessanter. Mein letzter Kinobesuch war Bohemian Rhapsody 2019. Oh, ist auch schon eine Weile her. Ich war beim Spider-Man. Du warst bei Spider-Man. Letzten. Wenn dieser Film jetzt zu Hause kommt, also und man schaut den zu Hause an, dann denkt man immer, Mensch, da fehlt doch irgendetwas. Klar, es ist der Sound. Jetzt haben sie natürlich Dolby Surround Sound rundherum. Wahnsinn, im Kino. Es ist was Besonderes. Und dieses Besondere können Sie mit dieser Soundbar nach Hause holen. Und zwar haben wir hier jetzt durch diesen 3D-Sound einen enormen Klang, ein enormes Klangvolumen, raumfüllend, wenn Sie das zugreifen. Ist übrigens auch kompatibel zu 5.1-Anlagen, wenn Sie sowas haben, dann nehmen Sie das einfach als Center. Und wir haben hier, und da wird sich der ein oder andere wundern, jede Menge Lautsprecher. Es sind insgesamt 15 Stück. Warum? Eine links, eine rechts und ein Subwoofer würde doch reichen. Stimmt rein theoretisch, aber damit würden Sie nie diesen 3D-Soundeffekt, den man hier mit einem einzigen Druck auf der Fernbedienung erreichen kann. Das hätten Sie dann nicht. Und hier haben wir alle Möglichkeiten. Übrigens haben wir mehrere Anschlüsse. Man kann also nicht nur den Fernsehton oder per Bluetooth das Handy verbinden oder einen MP3-Spieler nutzen, also indem man einen USB-Stick reinsteckt, sondern Sie haben hier zusätzlichen HDMI-Eingang für zum Beispiel eine Spielekonsole. Ja, Sie haben einen zusätzlichen Stereo-Cinch-Eingang. Damit können Sie andere Geräte, Tape-Deck, Plattenspieler anschließen. Das hier wird in Zukunft Ihre kompakte Stereo. Anlage. Hauptaufgabe, dass Ingo und Diana tanzen können. Zweite Aufgabe ist, dass der Fernsehton endlich wieder richtig bei Ihnen ankommt. Und das tut er unbestritten mit dieser Soundbar. Es ist die beste, die leistungsfähigste und natürlich auch hier die beliebteste Soundbar. Und deshalb kann ich Ihnen empfehlen, holen Sie sich den Kinoton nach Hause. Also der Klang ist unglaublich. Es macht einen Unterschied, ob man das eben auf dem Fernseher hört oder hier durch unsere Soundbar. Das Erlebnis ist ganz, ganz anders. Filme leben vom Klang. Und das ist ganz egal, ob Sie Musik oder Action oder einfach auch nur Drama sehen. Es macht einen riesen Unterschied, wenn man da die komplette Bandbreite des Tons eben richtig so hört, wie es gemeint ist. Unsere 6-Kanal 3D Soundbar hat die Bestellnummer ZX1603569. Unglaublich beliebt bei Ihnen auf Platz Nummer 6 unserer Top 10 von den 10 Jahren meistbestellten Produkten bei Pearl TV. Ich liebe diese Soundbar, ganz, ganz ehrlich. Toller Preis für die Leistung, die man hier bekommt. Wir machen weiter mit dem nächsten Platz und das ist wieder etwas, das ist für kleine Geldbeutel. Hier kommt Platz Nummer 5. Ja, auch das ist wieder etwas aus unserer 5-Euro-Show, ein unglaublich beliebter Artikel bei Ihnen. Nein, war nie in der 5-Euro-Show, weil es nur 4,74 Euro kostet. Jetzt. Deshalb, wir gehen ja nicht hoch, wir gehen immer runter im Preis, aber es kostet unter 5 Euro. Und das ist ein 5er-Set. Wir haben 5 Kugelschreiber, ich habe 2 in der Hand. Ja, da sind alle 3 in 5 verschiedenen Farben. Das ist schon mal schick, liegen toll in der Hand, schreiben toll. Wir haben blau, wir haben rot, wir haben schwarz, wir haben, wie würdet ihr diese Farbe nennen, Kupfer? Orange. Kupfer. Orange, Kupfer, wie auch immer. Und ein, oder Gold, höre ich gerade. Das ist Gold. Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie das Licht kommt. Aber ich nehme jetzt mal diesen goldenen, kupferfarbenen Orangenstift in die Hand. Weil wir wären ja nicht Pearl, wenn das nur ein Kugelschreiber wäre. Es sind alle 5, die hier jetzt für 4,74 Euro verfügbar sind, 4 in Einzellösungen. Natürlich der Kugelschreiber. Des Weiteren haben wir an jedem Kugelschreiber hier oben eine leistungsstarke Lampe. Sie sehen das gleich. Mit der ich übrigens dann auch ganz einfach mit einem Trick, Sie sehen, das ist faltbar, auch im Dunkeln schreiben kann. Ich kann meine Schreibfläche beleuchten. Mhm. Das ist natürlich toll, aber ich brauche auch so ab und zu mal Licht. Dann haben wir
hier ist ganz, ganz wichtig, um kapazitive Bildschirme zu bedienen, haben wir hier vorne ein Touchpad. Das heißt, du kannst auch im Auto Navigationsgeräte oder die Steuergeräte nutzen, dein Handy, dein Tablet, alles ohne dann eben Fingerabdrücke zu hinterlassen und vor allem auch punktgenauer. Vielleicht auch für die Damen sehr gut, die lange Fingernägel haben. Und die letzte Option, und jetzt sehen wir gleich alle vier Optionen hintereinander, das Ganze ist auch noch ein Tablet oder Smartphone-Ständer, wenn ich eben mal ein Filmchen anschauen will oder irgendwelche Bilder. Also 4 in 1, ein 5er-Set in 5 herrlichen Farben. Wir können schreiben, wir haben eine Taschenlampe, wir haben einen Touchscreen-Stift und wir haben die Ständerfunktion und das im 5er-Set für unter 5 Euro. Ja, 5er-Set für unter 5 Euro bedeutet, jeder Stift kostet weniger als 1 Euro hier. Sie bekommen das komplette Set hier in den tollen Farben mit der Bestellnummer SD 22 06 569. Die sind so praktisch, weil man die wirklich eben diese, die haben halt diese 4-in-1-Funktion. Hier sehen wir es mal als Handyständer. Das geht natürlich auch für Tablets. Gerade wenn man mal irgendwo sitzt und vielleicht was gucken will, wie hier zum Beispiel Anne-Kathrin auf Pearl TV, kann man das jetzt eben trotzdem noch beide Hände frei haben. 5er-Set für unter 5 Euro, 4,74 Euro. Das war unser Platz Nummer 5. Wir machen weiter mit dem nächsten Platz. Da gehen wir mal in die Küche. Hier kommt Platz Nummer 4. Ja, Ralf, ich weiß, du hast die auch. Das sind Frischhaltedosen. Ja, du glaubst gar nicht, wie viele bei mir schon zu Besuch waren und gesagt haben, will ich auch, und die dann auch gleich bestellt haben. Wir haben einmal ein 6er-Set, einmal ein 8er-Set. Das ist ein geteilter 4. Platz. Aber es ist die perfekte Alternative, das kann man sagen, zu allen Plastikdosen, egal wie der Hersteller ist. Es sind Glasdosen, hier im ersten Sortiment 3 Stück in verschiedenen Größen. Dankeschön, Monika. Und wir sehen wirklich für jeden Bedarf etwas. Ich kann Ihnen auch genau sagen, das hier ist meine Zwiebel. Dose. Ah, ja. Ich mache mir eigentlich jeden Abend, wenn ich heimkomme, einen frischen Salat und schneide immer eine halbe Zwiebel rein. Und wenn ich eine Zwiebel so in den Kühlschrank lege, das ist jetzt nur ein Beispiel, wenn ich die so reinlege, riecht der ganze Kühlschrank nach Zwiebel. Jetzt mache ich es hier rein, dann riecht es nicht. Und diese Glasdosen sind erstens mal auch, ich habe meine jetzt 2 Jahre, die sehen noch aus wie am ersten Tag. Ja. Die haben keine roten Ränder, weil ich mal eine Tomatensauce eingelegt habe. Die riechen auch nicht nach Zwiebel, obwohl jeden zweiten Tag eine Zwiebel drin liegt, ja? Weil die sind ganz einfach zu waschen in der Spülmaschine oder von Handwäsche, sind sehr hygienisch, zerkratzen nicht, haben keine Ränder und sind jetzt wirklich für alles geeignet. Mit denen kannst du sogar servieren, wenn du möchtest, ja, je nachdem, was man drin hat. Aber vor allem, sie sind kühlschranktauglich, sie sind gefrierschranktauglich, sie sind spülmaschinentauglich, sie sind mikrowellentauglich, sogar Backofen bis 400 Grad halten diese Borosilikatgläser aus. Clipdeckel mit Dichtungsring, das heißt, man kann auch mal Flüssigkeiten reinmachen, kann das auch ein bisschen schief halten, dann liegt nicht die ganze Sauerei rum. Und was mir gefällt, wenn ich sie benutze, sind sie stapelbar. Wenn ich sie nicht benutze, ja, dann brauchen sie ganz, ganz wenig im Platz im Schrank. Guck mal, es sind 3 dieser Glasdosen und dann die 3 Clipdeckel obendrauf. Und dann hat man auch platzsparend, wenn man sie mal nicht in Verwendung hat, eben diese Dosen. Und ich kann Ihnen wirklich zu Hause nur einen Tipp geben. Ja, werfen Sie Ihre Plastikdosen weg oder stellen Sie sie irgendwo weit hinten in den Schrank und holen Sie sich diese Glasdosen. Es ist hygienischer und Sie werden genauso hygienisch auch in 2, 3 Jahren oder in 5 Jahren sein. Und das ist der absolute Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt hier auch das 8er-Set. Das ist ein bisschen andere Form. Das ist jetzt also rechteckig. Die anderen waren quadratisch. Das ist ja Glas, das kannst du in den Ofen tun. Da kannst du auch mal einen kleinen Auflauf, eine kleine Lasagne, einen kleinen Kuchenboden drin machen. Ich möchte nur mal dieses Robust hier darstellen. Also unser Regisseur Stefan, der hat sich das auch sofort gekauft. Ja. Und der bringt oftmals Essen in diesen Dosen mit. Ja. Und am allerersten Tag, als sie diese Glasdosen dabei hatten, ja, ist ihm die Glasdose auf den Boden gefallen. Ja. Aha. Ist überhaupt nichts passiert. Ja? Ja. Es ist einfach unglaublich stabil. Ja? Es ist auch wichtig, wenn Sie es aus der Maschine holen. Plastikdosen muss man immer nachtrocknen. Ja. Die kommen richtig trocken raus. Hier bis zu 1,5 Liter. Da kannst du sogar Lasagne für die ganze Familie machen. Und da sehen wir auch das. Erstens mal schauen Sie mal, was das Plastik für Ränder hat. Ja? Einmal Tomatensauce drin, kriegen Sie nie mehr raus. Und jetzt schauen wir auch das. Es ist ja für Lasagne unter anderem. Also ich schwärme davon und alle, die sie haben, schwärmen genauso und sie werden es genauso empfinden.
Ja, wir haben die beiden Größen hier, unser geteilter Platz Nummer 4. Wir haben die quadratischen Dosen, das ist sechsteilig das Set, also drei Dosen mit drei Deckeln, mit der Bestellnummer NX9162569. Und die rechteckigen, da haben wir ein achteiliges Set, das heißt vier dieser Dosen mit vier Deckeln, mit der Bestellnummer NX9163569. Ihr schaut mal im Schrank, wie schön das unterzubringen ist. Nimmt eben auch nicht viel Platz weg. Das Tolle ist hier wirklich die Hygiene, das heißt, du hast keine Farbe. Und du kannst es sogar auf dem Tisch, wenn du Gäste hast, servieren. Ja. Das sieht edel aus. Ja. Sieht das edel mit aus. Plastikdosen nicht machen. Also ganz, ganz toll hier. Das war unser Platz Nummer 4. Wir machen weiter mit dem nächsten Platz. Da geht es auch um Glas, aber ganz, ganz anders. Hier kommt Platz Nummer 3. Das neueste Modell unserer Fensterputzroboter. Ja, und zwar auch das erfolgreichste. Es ist einfach ein Markenhersteller, mit dem, auf dessen Kooperation oder mit dem in Kooperation wir sind. Und da sind wir stolz drauf. Robot, einer der Weltmarktführer, wenn es um Haushaltsroboter geht. Und das ist ein Haushaltsroboter, ich nenne ihn jetzt extra so, obwohl er offiziell Fensterputzroboter heißt, der auch in Ihrem Haushalt unglaubliche Dienste macht. Also meine Theorie ist es, dass irgendwann mal ganz einfach ein Fensterputzroboter so selbstverständlich sein wird wie heutzutage eine Waschmaschine. Jetzt sehen wir den mal in Action, dass Sie sehen, wie einfach das ist. Hier diese Pads, die sind in dreifacher Ausfertigung dabei. Die kann man auch jederzeit in die Waschmaschine werfen. Und jetzt schließen Sie das einfach an den Strom an. Stromkabel lang genug ist dabei. Und Ingo, würdest du mir hier mal den Stecker reinstecken? Ja, aber sehr gerne. Ja, bitte schön. Da ist das Kabel, da ist der Stecker. Mehr brauchen wir gar nicht zu tun. Und jetzt sehen Sie auch mal von der Außenseite, von der Innenseite, das können Dachfenster sein. Du hast es gefunden? Ja, ja. Okay, gut. Dann setzen wir den an, ganz egal wo, schalten ihn ein und Sie sehen jetzt leichtes Saugen. Jetzt hält der bombensicher und jetzt drücke ich noch auf den Startknopf. Und ab da setze ich mich hin und trinke Kaffee, lese ein Buch, höre Musik, alles andere als Fensterputzen. Geht übrigens auch mit Spiegeln, mit Fliesen, mit Dachschrägen, mit Wintergärten, mit allem. Und Sie sehen, er putzt jetzt vor mir, streifenfrei. Und ich hätte, also für mich ist Fensterputzen ein Gräuel. Und ich weiß nicht, gibt es hier jemand? Diana, putzt du gerne Fenster? Nein, niemand putzt Monika? Gerne, nein. Ingo, du kennst mein Haus, du weißt, dass ich das Wie viele Fenster hast du eigentlich? Oh, ich müsste mal nachsehen. Ich weiß, ich habe auf jeder Etage drei Fenster. Er hat noch Fenster. Nie Fenster geputzt, anscheinend. Ja, und jetzt oh, das ist Fensterputzen ja nicht nur sehr unbequem, die unbeliebteste Haushaltsarbeit, sondern es ist auch gefährlich. Die meisten Unfälle passieren nicht auf Deutschlands Autobahnen, sondern immer noch im Haushalt und die viele davon bei Stürzen. Und jetzt sehen Sie das hier durchs Fenster durch, diese Sprühfunktion. Und das ist die Revolution. Hier wird nicht nur drüber gewischt, sondern achten Sie mal beim Nach-Rechts-Fahren. Hier sehen Sie das, genau in die richtige Dosierung läuft das Putzmittel, das ist übrigens im Lieferumfang enthalten, auf die Scheibe und macht die Scheiben frei sauber. Und jetzt sehen wir hier nur eine Fensterscheibe, das geht aber auch mit den Badfliesen, Gästetoilette oder auch in der Küche mit den Fliesen. Es geht mit großen Spiegelflächen, es geht über Kopf an Dachfenstern, es geht außen an Dachfenstern, an Panoramafenstern. Also alles das können Sie hier jederzeit reinigen lassen. Ich sage jetzt extra lassen, weil Sie brauchen keinen Finger mehr krumm zu machen. Und das ist für viele ein Traum. Man denkt da oftmals, ach komm, ich hole mir mal eine Haushaltshilfe. Aber was hat man dann? Fremde Leute in der Wohnung und das möchte man nicht unbedingt. Hier, ohne fremde Leute, trotzdem perfektes Reinigungsergebnis. Und das ist für mich natürlich wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, ich bin stolzer Besitzer genau dieses Fensterputzroboters. Deswegen weiß ich auch nicht genau, wie viele Fenster ich habe, weil die setzt man einfach ran und lässt ihn die Fenster putzen. Der saugt sich an der Scheibe fest oder an dem Untergrund und fährt dann fest mit seinen Schwämmen, mit seinen Mikrofasertüchern darüber, dosiert exakt das Reinigungsmittel und die Ergebnisse sind einfach fantastisch. Ich habe vorher nicht gewusst, dass es Fensterputzroboter gibt, bevor ich hier angefangen habe. Ich habe den mal mit nach Hause genommen und meine Frau war sofort begeistert. Dann habe ich mir letztes Jahr zum Geburtstag gewünscht und seitdem sind wir Besitzer dieses Fensterputzroboters. Unser Hobart Fensterputzroboter mit Sprühfunktion hat die Bestellnummer NX6057569, hat verdientermaßen die Bronzemedaille hier in unseren Top 10 der Bestseller der letzten 10 Jahre. Ein fantastisches
ein fantastischer Fensterputzroboter. Ich höre gerade, dass unsere 4-in-1 Kugelschreiber auch schon sehr stark nachgefragt ist. Die Gudrun hat zugegriffen. Alles richtig gemacht, Gudrun. Unter anderem hat Gudrun zugegriffen. Es sind unglaublich beliebte Artikel, die wir hier zeigen. Wie gesagt, die Top 10 Bestseller aus 10 Jahren Pearl TV mit den Produkten, die wir noch im Sortiment haben und davon jeweils die neueste und beste Generation. Dieser Fensterputzroboter erkennt übrigens auch rahmenlose Fenster, also der nimmt Ihnen so viel Arbeit ab, klingt fast unglaublich und utopisch, aber er kann's. Das war unser Platz Nummer 3. Wir kommen zum Platz Nummer 2, da gehen wir in den Sportbereich. Hier kommt Platz Nummer 2. Auch das habe ich vorher nicht gekannt. Es ist eine Vibrationsplatte, Ralf. Ja, es ist für mich das effektivste Trainingsgerät, das ich persönlich jemals kennengelernt habe. So, darf ich eine der Damen bitten, mal auf den Vibrationsträger zu stellen? Vielleicht ziehst du lieber die Schuhe aus, Monika. Ich erkläre so lange das Gerät. Dann geht es einfacher. Ja. Oder Diana, ist mir ganz egal. Sie sehen hier eine XXL-Vibrationsplatte, mit der Sie schon allein durch die Standform, die Sie wählen können, die Intensität hier eben erreichen oder steigern können. Und wir sehen hier, und dazu schalte ich es jetzt einfach mal ein, eine Vibration. Und durch diese Vibration wird automatisch ein Reflex im Körper erzeugt. Wer möchte, möchtest du draufstehen? Fernbedienung haben Sie natürlich auch. Diana, steh ruhig mal drauf. Du suchst dir aus, wie du stehen willst. Und ich liege jetzt Diana mal zu Füßen, um Ihnen das auch am Gerät zu zeigen. Wir haben hier ein tolles Display, mit dem man alles sieht, 20 Vibrationsstufen. Wir bleiben jetzt mal ganz, ganz langsam, um Ihnen das zu zeigen, weil hier haben wir einen zweiten Motor drin, den ich jetzt einschalte. Und jetzt sehen wir diese Vibration von links nach rechts. Das ist auch eine ganz andere Bewegung, ganz andere Reflexe. Und jetzt kommen wir zur Krönung. Wir können natürlich beide gleichzeitig einschalten. Und jetzt sehen Sie diese 3D-Vibration. Und das ist das Effektivste, was ich kenne an Vibrationstraining. Und wir haben früher immer gesagt, ja, Sport für Faule, für Bewegungsmuffel. Nein, ich will weitergehen. Sport für Muffel. Sportmuffel oder Leute, die einfach clever sind. Weil hier trainieren Sie in 10 Minuten so viel wie mit 90 Minuten herkömmlichem Workout, heißt das hier heute. Und das ist für mich der absolute Wahnsinn. Ich habe in meinem Leben, auch gerade in der Jugend, unglaublich viel trainiert. Aber so effektiv habe ich noch nie trainiert. Und in vielen Wohnzimmern steht er, das zeigt uns die Platzierung, Platz Nummer 2. Und Sie steigern sich langsam. Sie beginnen innen, in dieser Standposition. Dann ist es eigentlich ein leichtes Gehen, so wie es Diana uns jetzt zeigt. Sie werden mutiger mit der Zeit, gehen einfach eins raus. Und selbst jetzt bei Stufe 1, wenn Sie ausliegen, gehen, intensivieren Sie das Ganze nochmal. Übrigens, Expander sind auch im Lieferumfang enthalten. Die können Sie am Anfang nehmen, um sich zu stabilisieren jederzeit, aber dann auch, um vielleicht die Oberarmmuskeln noch zusätzlich einzubauen. Diana, bist du bereit? Können wir noch ein bisschen zulegen? Jetzt zeige ich Ihnen mal nur Stufe 5. So, Stufe 5. Das ist jetzt also schon für Fortgeschrittene. Sehen Sie das? Oh, ich mache es in Strümpfen. Machen Sie es nicht in Strümpfen. Machen Sie es barfuß oder mit Sportschuhen. Aber das Schöne ist, man kann hier trainieren, wann immer man 10 Minuten Zeit hat. Weil 10 Minuten reichen. Diana ist jetzt durchgeschüttelt. Aber das Sie werden es merken. Ja. Jeden Tag werden Sie agiler, werden fitter. Und das ist für jede Altersklasse genau das Richtige. Ingo, du bist ja auch schon drauf gestanden. Das ist auch was für uns Männer, oder? Ja, es behandelt wirklich alle Muskelgruppen. Weil das so schaukelt und wackelt, vibriert, versucht man die körpereigene natürliche Reaktion darauf eben dagegen zu steuern. Und dadurch wird jede Muskelgruppe eben angestrengt hier. Das geht von den Füßen über die Fersen, über die Waden, über die Knie, über die Oberschenkel, Bauchmuskeln natürlich und hier im oberen Bereich auch. Jetzt wird jede Muskelgruppe hier angesprochen. Übrigens, Ingo, auch und das ist jetzt hier effektiv. Man glaubt es nicht, bis man mal drauf gestanden hat. Ja, auch das war effektiv, was Diana gerade gemacht hat. Man kann sich lockern, kann aber auch nur die Füße auflegen, so wie man es für richtig hält, also auch zur Entspannung. Die Herren übrigens, wenn sie ihre Arme drauf machen und Liegestützen machen, sind die um ein Vielfaches effektiver als die, die sie bisher gemacht haben. Und ganz egal, wie alt sie sind, ganz egal, in welchem Leistungsniveau sie sich befinden, ein Vibrationstrainer ist genau das Richtige für sie, das effektivste Trainingsgerät, das ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe. Der
Vibrationstrainer. Und hier noch wirklich eine der modernsten Techniken, die wir haben. Durch diese zwei Motoren wird es noch effektiver als bei allen anderen Vibrationstrainern, die ich kenne. Ja, es ist ein unglaublich toller 3D-Vibrationstrainer hier mit der Bestellnummer NX5957569. 10 Minuten ersetzen 90 Minuten Workout. Das klingt utopisch, ist aber wirklich so, weil halt wirklich der ganze Körper hier beansprucht wird. Und Sie können Ihr eigenes Training zu Hause machen. Sie müssen nicht mehr ins Fitnessstudio. Das kann man ganz einfach hinter die Couch, unter die Couch stellen. Und damit haben Sie Ihr Sportgerät zu Hause, wann immer Sie wollen. Das war unser Platz Nummer 2. Wir kommen zum Platz Nummer 1. Ja, und Platz 1 ist unser größtes und leistungsstärkstes Powerpack. Wir haben diese Powerpacks erst seit anderthalb Jahren im Sortiment, aber es ist bereits jetzt einer unserer meistverkauften Artikel durch die ganzen 10 Jahre. Und speziell dieses Gerät hat es wirklich. Es ist unser leistungsstärkster Stromspeicher, den wir hier haben. Aber nochmal zur Top 10 und für die Wertigkeit Platz 1. Wir hatten jetzt die Top 10 der erfolgreichsten Produkte der letzten 10 Jahre, jeweils natürlich mit der aktuellsten Version. Dieses gibt es erst seit anderthalb Jahren, überhaupt Stromspeicher in dieser Art für den Privatmann. Und schon ist es Platz Nummer 1. Warum? Weil es einfach logisch ist, dass das heutzutage eigentlich jeder Haushalt braucht. Modernste Technologie, der Stromspeicher der Powerpacks. Wir haben hier nämlich Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, die sich hier ganz einfach durch Langlebigkeit, Umweltverträglichkeit und vieles mehr auszeichnen, auch durch Leistungsfähigkeit. Aber das Wichtigste ist, Sie haben hier natürlich auch für den kleinen Strom die Anschlüsse, 12 Volt, also Gleichstrom und USB, was auch ganz wichtig sein kann, wenn eben mal Stromausfall wäre und Ihre Mobilfunkgeräte leer gehen. Aber das Hauptsächliche ist hier, wir haben zwei 230 Volt Steckdosen, die hier bis zu 2000 Watt stundenlang versorgen. Wir sehen hier mal ein paar Beispiele. Das ist ein leistungsstarker Staubsauger. Ja? Das war eine Kreissäge. Das sind Musikanlagen. Das sind, fast alle Haushaltsgeräte, die hier in Frage kommen oder auch Werkzeuge, die man zu Hause hat, kann man hier betreiben. Und zwar auch wenn kein Strom zur Verfügung steht. Und ich glaube, alle kennen die Reaktion, Bernhard. Stromausfall, das Erste ist, was man macht, ui, ist das nur bei mir so? Man schaut aus dem Fenster, haben die Nachbarn Licht? Dann ist halt der ganze Straßenzug hat kein Licht. Dann weiß man, oh, das Problem scheint größer zu sein. Und dann ist man clever und holt seinen Notstrom. Steckt jetzt erstmal Licht ein und schaut, was ist wichtig, der Kühlschrank vielleicht oder auch den Fernseher, um Nachrichten zu empfangen, den WLAN-Router auch. Und ganz egal, was kommt. Hiermit sind Sie als Pearl-TV-Zuschauer, was Strom angeht, vorbereitet auf alle Eventualitäten. Und die letzten 2 Jahre haben uns gezeigt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gab im letzten Jahr, das kann ich jetzt mal auf 21 zurück sein, Wassermengen, die habe ich noch nie erlebt. Es gab hier Schneemengen, die habe ich in meinen über 50 Lebensjahren noch nie erlebt. Es gab Tornados. Da habe ich sogar in der Schule gelernt, das wäre bei uns unmöglich. Nur klimatisch. Ja, ist plötzlich da. Windbruch und alles Mögliche und noch vieles, vieles mehr. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, nichts ist unmöglich, was früher ein Werbeslogan war, ist einfach jetzt die Realität geworden. Und es ist vernünftig, sich vorzubereiten. Hier müssen wir sagen, die Nachfrage ist riesengroß. Hier bitte vorbestellen, ja, damit Sie bei der nächsten verfügbaren Lieferung berücksichtigt werden können. Aber es ist ein Gerät, und da müssen wir noch mal kurz auf die Akkutechnologie zu sprechen kommen, dass Sie Ihr Leben lang im Prinzip begleiten wird bei normaler Nutzung. Denn Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, hier vom Hersteller angegeben, ein Ladezyklus, also ohne Kapazitätsverlust, 2000 Ladezyklen. Das heißt, wenn ich jetzt jeden dritten Tag dieses Gerät wieder aufladen würde, dann hätte ich circa 100 Ladezyklen pro Jahr. Das heißt 20 Jahre Leistungsfähigkeit ohne Kapazitätsverlust. Hier sehen wir noch weitere Vorteile. Oben, das ist die Formel für Lithium-Eisen-Phosphat. Dann sehen wir die Sicherheit, wesentlich unempfindlicher als Lithium-Ionen-Akkus. Langlebigkeit und diese Leistungsvielfalt und natürlich bewährte Technologie und Umweltverträglichkeit. Da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Wesentlich weniger Schwermetalle als in bisherigen Stromspeichern, also Akkus, die wir ja hier haben. Also das ist unser leistungsstärkster Stromspeicher, Powerpack, und unser beliebtester. Und Sie sehen es an der Platzierung. 10 Jahre
Hitparade. Platz Nummer 1, obwohl es dieses Produkt in knapp über ein Jahr gibt. Und das ist für mich herausragend und zeigt auch, wie die Nachfrage ist und der Bedarf. In Amerika ist es gang und gäbe. Ja? Mhm. Da hat jeder Haushalt 3, 4 dieser Stromspeicher. Aber die sind auch schon Jahrzehnte Tornados und Ähnliches gewohnt. Ja. Wir müssen uns erst dran gewöhnen, aber Sie sind als Pearl TV-Zuschauer eben immer einen Schritt voraus. Sie sind clever und Sie bestellen den jetzt vor. Wichtig ist für Sie, Sie müssen ihn natürlich erst bezahlen, wenn er auch an Sie ausgeliefert wird, aber Sie sichern sich einen Listenplatz auf der nächste verfügbare Lieferung und dann können Sie sagen, ich bin entspannt, ich habe meine Stromreserve oder ich nehme meinen Strom mit auf die Baustelle zum Camping in Schrebergarten, wo immer Sie Strom brauchen. Er wiegt knapp 20 Kilo, also es ist locker transportabel und damit sind Sie immer auf der sicheren Seite. Ja, die Nachfrage und auch die Platzierung hier zeigt, wie beliebt diese Powerpacks bei Ihnen sind. Das ist unser größtes Powerpack. Sie sehen, Sie können es nur vorbestellen, weil die uns aus den Händen gerissen werden. Die Leute wollen vorbereitet sein, egal was passiert. Und sie wollen vor allem auch den Komfort, eine Steckdose überall hin mitnehmen zu können, wo sie Strom brauchen, wie du sagtest, ob das im Camping, im Bootsbereich oder mal im Schrebergarten, in der Werkstatt ist hier. Unser Platz Nummer 1, das Powerpack hat die Bestellnummer ZX3096569. Lassen Sie es sich nicht vor der Nase wegschnappen, schreiben Sie sich auf die Liste drauf, damit Sie bei der nächsten Lieferung mit bedient werden können. Jetzt haben wir hier dieses Powerpack natürlich auch noch im Sparpaket. Da können Sie Ihr eigenes Solarkraftwerk bauen. Ja, Ihr eigenes Sonnenkraftwerk für zu Hause oder unterwegs. Und da gehen wir jetzt mal hin und ich möchte Ihnen noch zeigen, wie mobil wir hier sind. Also nicht sagen, das habe ich hier mit dem Kran reingefahren. Nein, ich nehme das jetzt einfach und stelle es mal zu unserem Sonnenkraftwerk. Weil hier haben wir nicht nur unseren leistungsstärksten Stromspeicher, sondern auch die clevere Ergänzung. Nämlich unser leistungsstärkstes Solarpanel. Und jetzt hier haben wir ein Sonnenkraftwerk. Tagsüber stellen Sie das auf, das ist mobil und ausfaltbar, nehmen 260 Watt Leistung auf, schließen jetzt natürlich das Kabel direkt an den Stromspeicher an und auch, ob Sie zu Hause sind oder nicht, Ihr Strom wird aufgefüllt und abends können Sie ihn dann wieder entnehmen. Das ist jetzt im Moment eigentlich jeden Tag clever bei explodierenden Stromkosten. Ja. Und wenn ich nur die Hälfte des Hausstroms, der täglich anfällt, oder sagen wir nur ein Drittel, entnehmen kann, gibt es mir schon ein gutes Gefühl. Und dann, im Notfall, haben Sie immer Strom, während die anderen nicht wissen, wo sie ihn herkriegen sollen. Sie können Ihre Geräte bis 2000 Watt mit dem Stromspeicher hier natürlich betreiben. Und auch unterwegs, Campingplatz, Schrebergarten, haben Sie Ihr Sonnenkraftwerk dabei. Weil Sie werden sehen, mit 2 Handgriffen habe ich hier aus meinem Solarkraftwerk ein mobiles Solarkraftwerk gemacht. Ja? Sie sehen, einfach zusammenfalten. Hier haben wir sogar Schnellverschlüsse. Der Campingsprache hat sowas auch ein Wort, das heißt nämlich Solarkoffer, ja, diese Solarpanel. Und Sie sehen, ich muss kein Bodybuilder sein, um das jetzt mitzunehmen. Und das ist Ihr zukünftiges Sonnenkraftwerk. Aber auch hier gilt natürlich vorbestellen. Die Nachfrage ist riesengroß. Und wenn Sie clever sind, bestellen Sie es jetzt vor und dann sind Sie auch in Zukunft für alle Eventualitäten vorbereitet. Ja, ein Solarkraftwerk zum Mitnehmen, ein Solarkraftwerk zum Mitnehmen. Ralf ist sein eigener Energieversorger, das können Sie auch sein. Mit unserem größten Solarpanel, unserem größten Powerpack, Ihre größten tragbaren Steckdose, die wir im Programm haben, jetzt vorbestellen, damit Sie bei der Lieferung dabei sind. Sie sehen den TV-Sonderpreis auch noch dazu. Sie kriegen diesen TV-Sonderpreis, womit Sie nochmal Geld sparen. Das ist unser Platz Nummer 1. Das Sparpaket hier aus unserem Solarpanel mit unserem Powerpack mit der Bestellnummer ZX3145569. Ein Produkt, was wir erst 1,5 Jahre im Sortiment haben und das ist das Spitzenmodell davon. Unser größtes Powerpack mit dem größten Solarpanel. Nochmal, es wird uns aus den Händen gerissen. Ja. Unglaublich beliebt bei Ihnen, deswegen nur vorbestellbar. Sie können sich jetzt auf die Liste setzen lassen und werden bei dieser Lieferung, die hier eingeblendet ist, bedient. Niemand kann Ihnen das mehr vor der Nase wegschnappen. Sie haben dann Ihr eigenes Solarkraftwerk. Es hat unglaublich Spaß gemacht, hier die Top 10 der meistverkauften Produkte der letzten 10 Jahre Ihnen zu präsentieren. Sie haben gesehen, wir waren in allen Sparten unseres Sortiments. Wir waren bei kleiner Elektronik, großer Elektronik, in der Küche. Es hat wirklich jedes Produkt seinen Platz verdient.
bei Ihnen durch Ihre Bestellung. Sie haben uns gezeigt, was bei Ihnen beliebt ist. Und wir haben Ihnen das jetzt hier in dieser Top 10 noch einmal präsentiert. Wenn Sie noch mal nachlesen wollen, was wir alles gezeigt haben, gehen Sie zu pearl.tv. Da steht alles noch mal hintereinander weggeschrieben. Dort können Sie übrigens auch bestellen. Noch mal mit anderen Bezahlmöglichkeiten, mit PayPal, mit Kreditkarte, wie Sie wollen. Aber schnell müssen Sie sein, weil diese Bestseller sind Bestseller und verkaufen sich sehr, sehr schnell. Also, viel Spaß damit!